Folge 62 von Ocarina of Time. Wir sind bei Ganondorf und quatschen jetzt mal ein bisschen. Die fehlen jetzt freie Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Und wir haben mindestens noch eine Woche. Hat Zelda da rumgeschwebt und du hast dir das Fragment nicht geholt. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Wieso? Sind wir zu hässlich oder was? Gefallen dir unsere Fressen nicht. Endlich, die drei Fragmente sind wieder vereint. Dann machen wir jetzt immer eine glückliche Familie. Rusch. Vater, Mutter, Kind. Oh nein, es ist Ganondorf. Das hätte ich nie erwartet. Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Aber du oder was? Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es! Bye-bye, Navi. Hab dich eh nie gemocht. Ja. Hey, listen! Help me! Oh, das wäre echt. Nein. Dann kannst du dich entscheiden. Hilfst du ihr? Ja, nein. Nein. Großmeister des Böden Ganondorf. Ich finde den Titel so gut. Ja. Den hätte ich auch gerne. Ist viel besser als Doktor oder Professor oder so. Oder Diplom oder. Glaubst du, da kann man sich so einen statt Reanat oder so? Ja, ja. So, jetzt hat er hier alles kaputt gemacht. Richtig. Fabian. Gehört alles dazu. Ja. Die Decke muss erst einstürzen, bevor er seine Schmeißattacke macht. Mhm. Ist so. Ja, aber du musstest doch da jetzt nicht runterfallen. Ja, okay. Darum ging es mir eher. Ja, okay. Das ist eh das Beschissenste, dass man dann immer wieder in die Mitte muss. Und ich habe ja eine Affinität zum Fallen. Ja. Oh. Im Spiel auch. Der schmeißt doch schon. So, dann gucken wir mal, dass wir ihn reflektieren, was er da an Energieblitzen schmeißt. Boom! Oh, das war knapp. Oh Mann, ey, Tennis. Warum ist es Tennis? Ja, wenn ich Tennis spielen will, dann spiele ich Virtua Tennis auf dem Dreamcast oder sowas. Oder Mario Tennis auf dem N64. Aber doch nicht 20 Mal hin und her mit Ganondorf. Kann man da jetzt irgendwas variieren? Eigentlich nicht, oder? Ja, doch. Den Schlag anders machen. Naja, aber der Ball wird dadurch trotzdem nicht geiler. Ich habe eigentlich auch gedacht, der wird schneller irgendwann. Ja, nach 5 Minuten. Ah. Guck. Schön. Fett die Lichtattacke. Und jetzt draufkloppen. Mach ihn kaputt, was dich kaputt macht. Ho. Fabian. Ja. Das war alles Teil des Plans. Das war Teil des Plans. Mhm. Weil jetzt schmeißt er ja wieder Sachen kaputt und runter. Ja. Verbringen wir unsere Zeit lieber unten im Keller. Richtig. Dass wir nicht einfach von unten schön mit den Magiepfeilen hin und her schießen. Nee. Nee, das geht ja nicht. Oh nein. Das ist ja Quatsch. Was ist denn das? Das war doch Absicht, dachte ich. Nee, das jetzt nicht. Das war dumm. Ich wollte dir einen Ausweg schaffen. Ja, aber ich bin ehrlich. Was soll das? Ja. Na gut, dann müssen wir wohl rübergleiten. Bringt ja nichts, ne? Gleitstiefel-Action. Schlechtesten Items des Spiels und trotzdem müssen wir sie benutzen. Und zwar ständig. Zack. Und voll rennen. Das sind halt gute Items, um die eigene Unfähigkeit zu überdecken, sozusagen. Wenn ich perfekt getimed springen möchte. So, jetzt. Schieß uns doch mal bitte. Sind so gut wie alle Steine runter. Ja, kann uns ja egal sein. Die Ecken sind noch da. Die gehen auch nicht weg. Und Tennis! Großes Tennis. Das war eines Roger Federer nicht würdig, was du da gerade abgeliefert hast. Ach so. Das war nicht mal Andrew Agassi, das war gar nichts. Oh, das war ein Boris Becker, meinst du? Boris Becker ist ja wohl mal einer der besten Tennisspieler aller Zeiten. Da lasse ich nichts drauf kommen. Auch nicht Steffi Graf? Ne, die ist auf Andrew Agassi gekommen. Ach so. Oder andersrum. Oh, das ging schnell. So, jetzt Gleitstiefel. Gleitomat. Voll vergessen. Und run for it. Genau, und schlag for it. Du triffst nicht. Oh Gott. Das war
Eher so mittel. Tja, aber dafür, es hat ihm Schaden gemacht. Und dir nicht. Genau. Ja. Aber so kann man sagen. Das war jetzt echt komisch, dass es so schnell ging. Nicht, dass ich mich beschwöre. Also, das finden wir doof, wenn es so schnell geht. Ich würde mir jetzt wünschen, dass es noch mindestens 10 Mal dauert. Hin und her. Es funktioniert. Cool. Headshot. So, und jetzt ran an den Knilch und hau ihn tot. Es funktioniert irgendwie nur jeden dritten Schlag, ne? Ja. Ho, 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 ho! Hast du mich mal wieder geschlagen? Das ist ja lustig. Ho. Ganondorf hat einen sehr seltsamen Humor. Ja, komm. Reicht. Gut Supplies geholt und wieder hoch. Man sollte das noch ausnutzen, bevor es dann zum finalen Endkampf geht. Oh, warte, das ist erst eine Phase. Es ist Endkampf in einem klassischen Videospiel. Natürlich hat er mehrere Phasen. Es wäre ja noch schöner, wenn nicht. Nee. Huia! Das war knapp. Ist okay. Er ein Macho Man oder was? Aber hallo. So, jetzt fallen wirklich die letzten Hüllen. Beziehungsweise letzten Plattformen. Und das war nichts. Nee, ich muss ja erstmal einen absorbieren, dass die nächsten sofort machen. Sofort Schaden bei mir. Ah, also man muss immer einstecken, damit. Man muss einen reinstecken, um man da austeilen kann. Ja gut, es dauert jetzt aber bestimmt wieder 10 Mal oder so. Also kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt wieder irgendwie so schnell geht. Das wäre ja zu schön. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist. Ja gut. Dieses Spiel, dieses wunderbare Spiel. Du Vollpfosten. Dass er sich aber da auch nicht festhält. Nee, kann er offensichtlich nicht. Aber sonst hat es doch immer geklappt von der Ecke laufen. Naja. Oh, guck mal, eine Fruchtfliege. Ja, wir haben ja immer noch überall Fruchtfliegen. Wie auch schon in den letzten Folgen. Ey, warum hat denn der nicht gewartet, bis ich ihn schlage? Das ist nicht so sein Style. So, Ganondorf. Jetzt muss schieß mit deinem Ball. Ich glaube, das gilt aber noch von letztem Mal, ne, dass du den Ball absorbiert hast. Das dürfte jetzt eigentlich auch diesmal nicht so lange dauern. Nee, das dauert lange. Also achso. Dennis! Du hast so gerettet, ne? Ich wollte mal ausprobieren, ob es was bringt, aber. Ja, okay, sehr schön. Oh, jetzt reicht's aber auch mal, Ganondorf. Echt. Oh. Er nimmt immer nur 2 Schläge mit. Ich habe mich mal für diese Plattform entschieden, da man sich da anhangeln kann. Ja. Oh shit, das wären viele. Stimmt, jetzt ist es eigentlich mal wieder Zeit, dass es lange hin und her geht. Das große Endduell, da geht es halt 20 Mal oder so. Ja. Also wenn nicht, mindestens 25. Das ist halt so Weltklasse Tennisspieler halt gegeneinander. Ja. Das kann halt auch mal dauern. Ja, das war jetzt erstaunlich. Das nicht? Du furchtbarer Mensch, warum tust du uns das an? Ich muss auf 64 Folgen kommen, da muss man sich auch ein bisschen dämlich anstellen. Das schaffst du auch so. Was denkst du, wie dumm du dastehst, wenn du es in 65 schaffst? Oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber wobei, viele Zwischensequenzen, daran habe ich nicht gedacht. Hättest du es mir mal vorher gesagt, Dennis? Habe ich aber nicht. Nee. Weil ich wollte, dass du dich lächerlich machst. Ach so. Das hätte ich nicht von dir gedacht, Dennis. Da habe ich mich grundlegend in dir geirrt. Und ich dachte auch immer, du könntest Tennis spielen. Nee, das so hast du nie gedacht. Dinge. Das hat niemand von mir je gedacht. Ach, komm, Ganondorf. Schluck das Ding. Schluck die bittere Pille der. Oh, das ist Energie. Aber auch wie Autofahren im Tunnel. Irgendwann hat man so einen fokussierten Blick, dass man denkt, oh, stimmt. Gleich geht's weg. Ich hab's auch gerade. Wenn man nur auf den Ball guckt, wie er langsam nach vorne guckt. Oh, jetzt hier gerne, aber ich meine, natürlich dauert es noch 25 Mal. Oh, Fliege! Das war jetzt fies. Die wollen doch nur, dass man aus dem Rhythmus kommt.
Das machen die doch alles absichtlich. Ja. Schön, schöner Treffer. Und rüber rushen und hauen und so weit. Ja, doch, das klappt, das klappt, das klappt. Das war jetzt nur einer. Das kann doch nicht wahr sein. Wie, was machen die denn? Warum trifft denn kein verfickter, Entschuldigung. Nee, passt schon. Verzeiht mein Französisch, kein verdammter Schlag mehr. Nee. Ich habe gerade überlegt, zum anderen Schwert zu wechseln. Aber fürs Tennis mache ich das mal nicht. Ja. Weil ich mich jetzt gerade an die Reichweite von dem gewöhnt habe. Ja, da geht wieder alles schief dann. Oh. Okay. Vor allem, dass er keinen Schaden schon allein durch diese Pfeile nimmt. Ja. Das waren immerhin 3 Treffer oder so. Das waren mehr. Minimal mehr, ja. Vielleicht rutschst du auch sozusagen so ein bisschen immer nach hinten, weil du die Gleitstiefel anhast. Ja, kann das sein. Kannst du ja beim nächsten Mal probieren, dann umzuziehen, wenn du vor ihm stehst. Ein Grund mehr, das große Schwert auszupacken. Ja. Du brauchst erst Gründe, um das große Schwert auszupacken. Nein, eigentlich nicht. Der wichtigste Grund ist doch, dass man es hat. Ich nenne ihn aber den Megaton-Hammer. Ach so. Ey, sag mal, ja! Muss man immer erst meckern. Ein für alle Mal besiegt das Monster. Oh. Oder so. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind? Nein, ich bin 7 Jahre älter. Ich will trotzdem meine Mama. Das darf nicht sein. Ich muss mal kotzen. Konnte ich mich gar nicht dran erinnern. Dass er kotzt? Dass er Blut spuckt. Der hat gekotzt. Nee, das war Blut. Naja. Also es war zwar grün, aber es sollte Blut sein. Ein schön brutales Spiel. Ja. Oh nein, er kann es hell machen. Ich mag doch kein Licht. Ich bin doch ein Gamer. Ich sitze doch gerne in der dunklen Gamerhöhle. Jetzt sind wir draußen. Schön. Hat er Hurra! Sein eigenes Schloss gesprengt. Und jetzt kommt, wie hieß er? Der Gegner in Metal Gear mit den fliegenden Komparsen. Eine von den Beauties. Achso, Gott, welche waren das? Raging Raven? Raging Raven, genau. Ja, danke. Mir fehlte gerade das Wort Raging. Ich wollte sagen, die Wütende. Okay, er ist. Also, dieser Kristall sollte direkt in seinen Rücken gleiten, so. Es wäre. Und dann so ganz lang so ein Geräusch. Ja, und seine Hände, die sich langsam nach oben biegen. Ja. Und noch viel mehr Blut. Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Dass ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Sprich doch nicht schon so in der Vergangenheit von ihm. Und jetzt kommt Komet runter. See you later, sucker! Ja. Jetzt kommt der Mond aus Majora's Mask. Stürzt auf alle drauf. Spielkit, hör zu. Der Turm stürzt in sich zusammen. Und jetzt sieht man im Hintergrund... See you later, bitch! Ja, er ist schon längst weg. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Wenn wir oben bleiben, kann uns nichts zerschmettern. Das ist gar nicht so dumm. Schnell, folge mir. Sie ist Ski. Sie konnte vorher 20 Meter instant hochhoppen. So, jetzt mal hier. Nicht Gleitstiefeln. Super Wegrennen-Action. Lauf, Link, lauf. Ah. Wo kommen die Sachen her? Von oben. Aber... Ich fange nochmal an. Da oben ist nichts! Was fällt da gerade runter, wenn es keine Kometen sind? Aber Kometen brennen normalerweise nicht. Naja, Erdatmosphäre und so passt schon. Nee, das sind dann Asteroiden. Kometen sind aus Eis. Die, Kometen sind es vorher. Ja. Zelda, mach mal hier Schlüsseldienst. Na, Kometen und Asteroiden sind was komplett anderes. Aber egal. Au, anderes Thema. Wurde getroffen. Ja, ist aber nicht so schlimm. Wir haben nicht volle Herzen. So, jetzt sind wir wieder da unten drinne. Nee, auf... Links an Baum und sich. Zelda? Baby? Zelda? Wo ist sie denn jetzt? Da hinten steht sie, aber warum steht sie da? Vielleicht. Oh, wirklich? Sie war noch nicht getriggert. Mann. Du musst immer sehr nah bei ihr bleiben. Sie mag deine Nähe spüren. Das findet sie angenehm. Siebte Weise.
braucht immer Anstaltsdame, dass sie 2 Meter laufen kann. Ja, natürlich. Da gibt es auch einen schönen Bug, dass man sich gleich runterglitscht. Den du jetzt aber gerade versucht hast? Nee. Ich habe sie anvisiert, aus welchen Gründen auch immer. Und dann springt er halt immer so ein bisschen halbherzig. Ja. So süße, komm. Sie kann da einfach rüber. Ja, naja, sie hat so einen Hovercraft-Rock hat sie an. Ah, verstehe. Der ist ja 2015, so. Ja. Ja, natürlich. Schwebt halt so leicht überm Boden immer. Der hat gar keine Füße. Das wird missverstanden. Ja. Achso. Ja, das ist ein gewusstes Misskonzept. Frauen haben keine Füße. Also Frauen mit langen Rücken haben keine Füße. Nee, alle Frauen. Achso. Siehst du, du wusstest es auch nicht, Dennis. Ja, nee, wusste ich nicht. Ist mir tatsächlich neu gewesen. Jetzt sag mal, wie viele scheiß Türen haben sie ja, denn? Ja, vor allem für jede Tür machen sie das gleiche und ich werde vom Stein getroffen werden. Jedes Mal einen auf die Nase. Jetzt muss da noch irgendwie kurz ein Kampf kommen. Ich habe mich umgesehen. Oh Gott, was war da? Oh, Flammen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Feuer, Action. Und sie ist hinter einem Schutzschild. So, dann stell dich mal nicht wieder so doof an bei denen, sondern besieg die einfach. Genau, deswegen habe ich das Bigoron-Schwert ausgepackt. Das macht nämlich ein bisschen mehr Schaden. Toll, der kann einfach durch die Flammen durch. Was ist denn das denn für ein scheiß Schutzschild? Ja, komm. Noch ein Treffer und dann kann sie weitermachen. Ja, ist ja gut. Sie spuckt aber auch so Herzen, ne? Das ja, sie liebt uns halt. Oh. Gibt's auch in, wie war das nochmal? Oh Gott, wie heißt das neue? Between Two Worlds. Gibt es auch eine Frau im Kakariko-Dorf, beziehungsweise in dem Äquivalent, die uns so sehr mag für unsere Dienste entlohnen oder wenn wir einfach nur sie besuchen, dass sie uns küsst und das immer ein Herzen auffüllt. Aha. Und muss sie also sehr oft küssen. Wenn man wieder voll sein will. Oh, Söller, jetzt mal hier echt. Die läuft aber auch den denkbar längsten Weg. Ja. Und vor allem jedes Mal, wenn wir getroffen werden, macht sie und bleibt kurz stehen. Ja, der Arme, es tut ihr halt leid. Okay. So, jetzt die ganzen Treppen nochmal runter. Oh, Zelda, ist hier. Na gut, da bist du jetzt reingerannt. Ja, da bin ich reingerannt. Guck mal, nichts passiert. Kannst weiterlaufen. Kannst 3 Meter weiterlaufen, bis du wieder Motivation brauchst. Man muss ihr halt immer einmal so einen Klaps auf den Po geben, damit sie weiterläuft. Also gut gemacht. Wie so ein Pferd, ne? Pferde brauchen auch Motivation, indem man ihnen auf den Hintern klopft. Und Karotten vorne hinhält. Bei Frauen funktioniert das allerdings nicht mit Karotten. Das muss jetzt noch sein, ne? Ja, der das eine. Das muss noch sein. Der eine Zombie. Zombie-Bibi. Jetzt müssten wir auch langsam mal da sein. I can see the light. Da können wir jetzt nicht rein. Nee, den haben wir uns mal einmal gespart. Den auch. Super. Oh, ich habe keine Power mehr. Tut mir leid. Ja, ihre super magische Kraft ist leider alle. Oh, wie schade. Hätte ich doch bloß ein bisschen Marmelade. Ovo Maltine. Wir haben es geschafft. Yeah. Der Turm ist dahin. Nicht mehr so stabil wie vorher. Wisst ihr, wären wir mal oben geblieben. Wow. Das, die Bausubstanz, die wies gewisse statische Schwächen auf. Vor allem die 6 Weisen haben doch vorher schon eine Brücke gebaut, direkt zu dem Ding hin. Die hätten auch einfach mal 2 Meter weiter oben an die Spitze bauen können, dann wären wir einfach runtergelaufen. Hitti, Fahrradkette. Komm mir nicht mit Fahrradketten, die sind ganz hinterlistig und springen aus irgendwelchen Zahnrädern. Ja, das stimmt. Der natürliche Feind des Fabian. Ja, Zahnräder. Ketten. Zahnräder. Und Ketten. Oder nicht Zahnketten. Auch gut. So, wie lange will das Schloss jetzt noch in den Boden sinken? Wie ein schlecht gemachtes, wie heißt nochmal der Kuchen, bei dem man ruhig sein muss? Soufflé. Soufflé. Was heißt das eigentlich? Du kannst ja Französisch. Ich kann kein Französisch. Ja, warum nicht, Dennis? Ich kann 20 Wörter und dazu gehört siehst nicht du, Soufflé. Das zählt schon. Ich glaube, es heißt aufgehen oder sowas, oder wachsen. Ich meine, es würde Sinn machen. Oder Luft gefüllt. Nee, das Wort für Luft ist da nicht drin. Was heißt Luft?
Naja, kannst du dir von Oxygen herleiten. Also, also weißt du es auch nicht. Nö, aber es klingt garantiert genauso. Bei sowas sind die Franzosen nicht so einfallsreich. Spielkit, tut mir leid, dass ich dir im Kampf nicht helfen konnte. Sie ist zurück. Sie ist schon die ganze Zeit zurück. Sie schwebt schon die ganze Zeit neben uns. Die letzten 4 Minuten. Wie, es ist noch gar nicht vorbei. Wir haben doch schon gewonnen. Wollen wir eine Pause machen? Ja. Dann machen wir doch eine kleine Pause. Ein bisschen flirten. Hallo, was ist das für ein Geräusch? Das ist der Klang meines Penises. Macht's gut.